Hey Freunde, ich mache heute meine Kürbisaussaat. Ich zeige euch, was ich mache. Schaut auf was zu. Hier sieht ihr alles löscht. Und dadurch Erde einfüllen. Diesen Becher, Töpfchen. Brennstelle. Ganz leicht runterdrücken. Ein Zentimeter mache ich, brauche die Kürbisse. Da mache ich erstmal ein Loch. Und die brauche ich ziemlich dunkel. Die Kürbisse. Und dass sie gut anwachsen. Hier sind die Kerne. Und macht einfach dick. Einfach reinmachen. Und später kommt Wasser drüber, der kann sich gut anwachsen. Und nochmal drüber, kurz. Weil die Kürbisfarbe ist gern dunkel. Hier haben wir Bestäuber. Ich muss ein bisschen anfeuchten. Ich lasse sie gut erstmal lassen. Und da nochmal ein bisschen Wasser. Und gut reden mit der Pflanze. Ja, okay. Und gut reden mit der Pflanze, dass sie gut anwachsen. Neben hier. Mach das Wasser da rein. Du kannst es das nachher aufziehen. Hier sind die Kürbiskerne rausgekommen. Mach ich nochmal noch. Soll einfach nicht sein, aber. Egal. Jetzt machen wir noch einen kleinen Schnitt und sieht man dann ein paar Tage später. So sieht es dann 5 Tage später aus.
Da kommt ein. Hier. Da kommt ein. Überall. So sieht's halt aus. Draußen ist nicht kalt. Ich muss jetzt drinnen noch den abhalten. Das ist richtig warm. Da drückt einer. Da kommt hoch. Ich sehe immer ein bisschen. Ein Kürbis. Da kommt ein. Die sind überall versteckt. Da kommt einer. Und so sieht der Kartacke aus. Wart mal ab, was ich euch noch zeige. Hier habe ich Chili, wo ich das mal ausgesät habe. Die haben sich einfach, finde ich, ganz toll entwickelt, finde ich. Weil draußen ist kalt und drinnen muss ich sie reinholen. Bis wieder richtig warm ist, kann ich dann aussehen. Die sind eigentlich gut geworden. So sind Chili aus. Ich bin kein Schafwasser, aber Christian ist ein Schaf. Die Infokarte kommt gleich. Der ist gut geworden. Die mache ich. Der geht. Der geht. Kommt auch gut. Der kommt gut. Ich muss sagen, die machen sich alle gut. Und draußen ist kalt. Ich muss sie gleich reinholen. Ich halte euch auf Laufende. Macht es gut, eure Michi. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao.